Willkommen, Freunde, zu House on the Hill. Wir haben den ersten Abschnitt geschafft, sind dann aus dem brennenden Haus raus. Und jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an und wir müssen neue Rätsel lösen. In demselben Haus, nur halt anders als die Geschichte vorher. Auch interessant, also dann wollen wir mal weitermachen. Genau, hier war unsere letzte Ausgangslage. Hey, do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Be careful. You only have one attempt. We can't go back if something goes wrong. Okay, diesmal suchen wir eine Halskette im Master Bedroom. It's time to start. I heard the owner hides his spare keys near the entrance, so it'll be pretty easy. Ah, okay. Also diesmal ist es hier kein Sicherungskasten, sondern der Bewohner hat den... Ach, wir haben auch gleich die Taschenlampe. Der Bewohner hat den Schlüssel versteckt. Have you looked in a pot or under a doormat? Oh, mal gucken hier. Wobei, in Adventure-Spielen ist ja eigentlich immer der Klassiker. Das war ja bei Manic Manson früher schon um C64 so. Jawohl. Alles klar. Klassiker. Sehr geil. It'll be easier than I thought. Hätte auch schon fast gedacht. Ist natürlich die Frage, ob da wieder so eine Verfolgungsszene kommt. Oder nicht. Fenster sind weiterhin zu. According to my blueprints, the master bedroom is on the second floor. Look for the stairs. Okay, also wir müssen diesmal nach oben. Das mussten wir letztes Mal nicht. Ah, hier ist noch diese Kristalltür. Die war letztes Mal auch, glaube ich, da, oder? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Wow. Half of my house can fit in here. Or the whole of yours. You can even see the second floor. Boah, der hat hier überall Fotos von seiner Frau hingehängt. You must find the stairs. Was? Das muss Liebe sein. Aber auch coole Fotos, ne? So von ihm hier auch, ja. Nicht schlecht. Boah, das sieht mega gemütlich aus, das Haus. Ich liebe das ja so mit diesem Bibliotheken-Style hier auch. Mal gucken, wo dann die Treppe nach oben geht. Tja, ich glaube, wir gehen mal hier lang. Oh, hier ist eine Kette. Well, this is strange. But we don't need to go there, so forget it. Okay, also wir müssen da auch nicht lang gehen, sagt er. Ah, hier ist doch die Treppe. Müsste uns nach oben führen. So, we need to... Necklace. It belongs to an ex-wife of the... Alter, die Augen leuchten. Start from the bedroom. Shit. Where's this static coming from? Übel. Alter, krass. Na, bei ihm leuchten die Augen nicht. Oha. Oh, da guckt's aber böse, oder? Alter, voll übel, ey. Das ist ein Zombie. Zu den anderen Bildern war sie so hübsch. Na komm, wir machen die Tür mal lieber zu. Ja, die Äpfel haben sich aber gut gehalten. Können auch zur Deko gehören. Überall Wein noch dazu. Was ist da unter? Kamera. Looks antique. What do you think it's worth? Take a couple of shots. I want to see if it's working. Okay, C sollen wir drücken. Ach, okay, hier ist ein Türgriff aufgemalt. Ich vermute mal, das ist wie letztes Mal, als wir die Videokassette angeguckt haben. Da war dann auf der Videokassette auf einmal die Tür aufgegangen und das war in der Realität auch so. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Foto machen, gehe ich von aus, und wir sehen die Türklinke dann auf dem Bild. Ja, dann wird die im Realen auch wieder da sein.
Okay, let's move on. Ja, da ist sie. Ach, hab ich mir schon gedacht. Es ist so ähnlich, dasselbe Prinzip wie letztes Mal mit der, ja, mit der Videokassette. Hier ist nichts weiter. You need to find and open the door to the master's bedroom. Okay, wir müssen halt einen Raum finden für, zum Schlafzimmer, zum Master Schlafzimmer. Master Bedroom, also Hauptschlafzimmer. Okay, ein Bild, wo kein Bild drin ist. Ne? Das ist auch nice. Hier liegen wieder überall Puppenteile rum. Oh, was zappelt denn da hinten? Seht ihr das? Da steht wer und zappelt vor sich rum. Happy Lappy, aber happy. Krass. Ey, die waren. Die haben ja nur gesoffen hier. Überall Flaschen im Haus verteilt. Ich hoffe nicht, dass das die Putzfrau war, die das Haus gereinigt hat, bevor sie es verlassen hat. Wobei, die hat ihren Job nicht gut gemacht. Ja. Alles übergelassen hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Diese Fotos kann ich irgendwie noch gar nicht so richtig einordnen. Weil... Also die Bilder halt. Weil manche sehen richtig hübsch aus. Auf manchen guckt sie richtig böse. Okay, hier ist wieder eine Kassette eingezeichnet. Das heißt, hier muss ja auch irgendwo ein Fernseher sein. Okay. Machen wir da mal ein Foto. Ah, dann ist die Kassette da. This is insane. Okay. This is a newspaper from 6 years ago, also vor 6 Jahren. It's about the disappearance of a famous artist and her son. Name is blurred. Okay, aber. Die 6 können wir uns mal merken. Achso, ich muss noch ein Licht anmachen. Taschenlampe ausgemacht, weil er die Kamera gehalten hat. Was habe ich? Die Kassette habe ich gar nicht aufgehoben, ich Schlumpf. Sehr gut. Dann spulen wir das Ganze mal ab hier. Das Haus von draußen. Artist and photographer and her son. The search continues. We are still waiting for an official statement from the police representative. In the meantime, we express our condolences to the husband of Mrs. Oh, was war das denn? Ah, da ist wieder eine Tür aufgegangen. We have some connection problems here. Okay, let's look in the other rooms. The necklace should be in the bedroom. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Oh, alter Schwede, was war das denn? Alter, ist einer mit Geist mit Lichtgeschwindigkeit. Uiuiuiui. Heftiger Scheiß. So, die Tür hier hinten müsste doch jetzt aufstehen. Warte mal. War das nicht? War das die hier? Gucken wir mal. Ich kann auf jeden Fall in diesem Part hier nicht laufen. Das konnte ich in dem ersten Part, den wir gezockt haben. Ah, die Tür ist raufgegangen, genau. Da ist nämlich das Bild von ihr. Da ist das Bücherregal. Schneller Geist. Okay, das ist das Schlafzimmer. Tür zu. Sicher, sicher. Falls noch wer kommt, können wir die noch verschließen von innen? Nee. Zimmer. Gucken mal. Have you noticed the number of pictures? Someone was clearly interested in photography. Sie steht da hinten in der Ecke, ne? Das ist richtig, ja. Ah, das ist ein geiles Foto.
Hier sind noch mehr. Ah, okay. Also, es gibt auf jeden Fall eine Dachluke, einen Dachboden. Können wir hier drauf? Nee. Noch ein Foto. Okay, der wollte was Besonderes fotografieren, hat viele Fotos gemacht, genau. Da ist halt oben der Dachboden abgebildet. Oh, wir können hier auf den Stuhl steigen. War das richtig eben? Okay, vielleicht hat er ja von hier aus das Foto gemacht. Kommt denen schon so ein bisschen nahe irgendwie. Der Uhr können wir nichts machen hier. Kiste können wir auch nicht öffnen, ne? Ne. Das Bett klettern oder so? Ne. So, wenn man sich das Foto mal anguckt. Vielleicht machen wir da mal ein Foto, vielleicht taucht das dann ja auf. Dann sieht man eindeutig, dass da eine Tür sein muss. Hier ist aber keine. Ich höre, wem will man? Kommt das denn her? Ach du Scheiße, der Raum hat sich komplett geändert. Der ist komplett umgestellt. Alle Fotos umgedreht. Oh, die Kiste wackelt. Oh, hier ist punished. Holy shit. Okay, die Kiste wackelt. Das ist bestimmt irgendwie ein Hinweis oder so, ne? Oh, jetzt ist sie sogar gealtert. Heftig. Bild hat sich geändert. Die Frage, ob das der Hinweis ist, den wir brauchen. Der Spiegel ist jetzt auch wieder normal. Nee, doch nicht. Oh, sie lacht. Ach du heilige Scheiße, was ist denn jetzt los? Kommen wir ja ganz durcheinander hier. Übel. Ist jetzt ein Schlüssel. Okay, den müssen wir fotografieren. Damit der wieder real wird. Heftig, heftig. Sehr gut. So. Sie ist jetzt da. Die Frage aber, wo ist denn jetzt
Die Tür für den... Oder ist das die... Okay. Hier haben wir quasi... Ja, die Truhe ist die... Haben wir jetzt aufgeschlossen? Ich weiß gar nicht. Nee, den Schlüssel haben wir immer noch. Aber wir haben keine Tür. Diese Schleifspuren am Boden, dass man den Schrank verschieben kann? Nee. Ist auch nichts. Okay, wir können den Spiegel ja und sie nochmal fotografieren. Oder nur den Spiegel. Die lacht im Hintergrund auch. Das finde ich echt gruselig. So, hier ist jetzt auch nichts weiter auf. Ja. Ist die Puppe jetzt weg? Die Figur weg? Jetzt ist ja alles wieder beim Alten fast. Jetzt ist eine Puppe drin. The doll looks cold and lifeless. Ja, es ist auch ganz gut, wenn eine Puppe leblos aussieht. Heftig. Die Frage ist halt nur, wo setzen wir die Puppe ein? Und wir haben ja immer noch den Schlüssel, ne? Ne, mit dem Schlüssel haben wir jetzt die Truhe geöffnet. Die Frage, wo kommt die Puppe jetzt hin? Da ist auch nichts. Hier können wir nirgends was anklicken. Können wir nochmal ein Foto machen hier? Sieht so aus. Ei. Können wir jetzt die Puppe vielleicht in den Arm legen? Ja. Oh, was passiert denn jetzt? Ach du Scheiße, jetzt hat sich der Raum gedreht. Ist der Spiegel geplatzt. Oh, ist das heftig, ey. Oh, jetzt ist aber alles wieder beim Alten, ne? Boah, das war echt übel, muss ich sagen. Gucken wir. Kommt trotzdem nicht raus. Ach, da ist jetzt eine Tür, okay. Jetzt fotografieren. Müsste jetzt auch da sein. So, was haben wir denn hier? Starke Mittel gegen Stretch and Chase Help against Outburst of Aggression. Okay, Described for the Wife. Okay, das sind Tabletten gegen Aggression irgendwie. I knew that a child used to live here. Okay. But why is this the only thing that was left of him? Where is his bedroom or toys? There must be at least something. Oha. Oh oh. Besetzt. Hallo.
Hier ist schon wer. I will find out. Ja, hat sie ihn beschissen oder was will er herausfinden? Okay, jetzt können wir wieder raus. Oha. Was ist denn hier los? Alter Falter, was ist das denn? There's something very strange going on here. Ja. Forget it. Forget the necklace. Just you can't stay here anymore. Jump over the balcony and get out of here. Okay, wir können ja raus. Okay, wir gruseln uns lieber nochmal ein bisschen weiter. Das ist die Frage, ob wir einfach abhauen wollen. Hier ist ja auch noch ein Bild. Ach, hier geht's auch noch rein. Ja. Auch nur ein ganz normales Bild, okay. Oh. I hate mannequins. Ist zu. Wo ist die denn hin? Ist die weg? Ist auch noch eine Tür. Kann das sein, dass die mir so ein bisschen den Weg weist? Sam, I have interference. I can't hear you. Alter, wie viele Tablettenpackungen haben die denn hier? Überall auch diese Puppen, diese Mannequins. Oh, übel, ey. Tür denn auf? Das Fenster auf? Nee. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, sich hier umzugucken. Okay, aber doch, ist, glaube ich, so eine Art Wegweiser, oder? Ja, weist mir den Weg jetzt hier lang. Pitcher! Do you hear me? Take a picture! So, haben wir gemacht. Oh. Ist leer. Ist weg. Hey, was war das denn? Boah. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. So, das war der nächste Part, ja? Nee, geht noch weiter. Okay. Heftig, heftig. Boah. Das ist echt Psycho hier. Broken flashlight, it doesn't work anymore. Scheiße. So, C to pull out the broken camera, press C again to put it away. Ah, da ist der Dachboden. So können wir uns jetzt so ein bisschen orientieren, dass wir wenigstens was sehen. Gehen wir mal nach oben. Okay, das ist eine weiße Figur. Oh, da ist jetzt eine Tür. Okay. Da ist wer. Sie wollte abhauen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Er oder sie schlägt das Kind. Das ist jetzt hier irgendwie nicht so richtig ersichtlich. Vielleicht ist sie wirklich so aggressiv gewesen und hat deswegen die Tabletten nehmen müssen.
Immer da, wo er ist, wenn ich dann fotografiere, geht eine Tür auf. Das ist jetzt hier noch der harmlose... Ja, ich stecke mal die Kamera weg. Das ist noch der harmlose Teil hier. Was ist da noch auf uns zukommt. Alter Schwede, ey. Oh. Kranker Scheiß, ey. Gottes Willen, ja, was an der Murmel. Ich hab fast selber auf die Zunge gebissen. Okay. Oh. Wie schön, was wir hier sehen. Also er hat sie wohl zerhackt. Krass. So. The child wrote this note when he was alone in the dark. She left him in the attic and she died for starvation. The crazy bitch. Okay. Wir kommen hier raus. Ja. Ja, schön, dass unser Protagonist, mit dem wir die ganze Zeit gefunkt haben, dass der sich gar nicht mehr meldet. Hier ist jetzt überall Blut und was an mir vorbeispritzt. Umgebracht, ja? Oder bin ich nur ohnmächtig? Okay, wenn der Geist da ist, darf ich nicht zu nah rangehen. Wahrscheinlich muss ich den fotografieren. Kein Licht. Ja, verstehen. Okay, der Geist oben ist erstmal weg. Do you hear me? It seems that the connection is clear now. Are you okay? What was that? Ja, das frage ich mich auch. Was war das? Oh, da hinten ist jetzt noch ein Licht. Ah, hier ist die Tür. Die wird jetzt fotografiert und aufgedeckt. That's why they didn't find her. Da ist die Kette, die wir mitnehmen sollen. We found what we were looking for. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Good. Okay, wir können das Haus jetzt verlassen. Ah, okay. So, der zweite Part ist auch rum. Krass. Das war echt heftig. Kommt da jetzt noch ein dritter oder gab es nur die zwei erstmal? Bin ich ja mal gespannt. So. Okay. Das war der zweite Teil. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da, liked den Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Das war echt heftig. Gerade das Rätsel zu lösen und das auch zu überleben, das war echt schon abgefahren. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.